Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Sandkühler, liebe Frau Franz, lieber Herr Derschmidt, lieber Herr Moos, zur heutigen Abendveranstaltung, die wir in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ausrichten, darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Die Forschung zu den nationalsozialistischen Tätern und auch Täterinnen hat insbesondere seit den 90er Jahren zahlreiche wichtige Arbeiten und neue Erkenntnisse hervorgebracht. Historiker haben die Frage nach Verantwortung und Handlungsspielräumen der Mehrheitsgesellschaft im Nationalsozialismus aufgeworfen. Die Biografien zu konkreten Tätern folgen nicht mehr allein den individuellen Lebensstationen der beschriebenen Person, sondern betrachten die Akteure in ihrem gesellschaftlichen Umfeld und fragen nach dem Hintergrund allgemeiner Entwicklungen. Doch wie lassen sich die neuen Erkenntnisse aus der Täterforschung einer breiteren Zuhörerschaft, insbesondere auch jüngeren Generationen, vermitteln? Und was sind die konkreten Lehren, die sich aus der Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Täterschaft gewinnen lassen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir den Historiker und Geschichtsdidaktiker Thomas Sandkühler eingeladen. Mit seinem Buch Adolf H. hat Herr Sandkühler eine Hitlerbiografie vorgelegt, die bewusst auf komplexe Formulierungen verzichtet und sich explizit an eine breitere, insbesondere jüngere Leserschaft richtet. Außerdem bereitet Herr Sandkühler im Augenblick ein Buch zur Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus vor, das auch in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erstellt und herausgegeben wird. Herr Sandkühler ist Professor an der Humboldt-Universität Berlin für Geschichtsdidaktik und sitzt auch für die Geschichtsdidaktiker im Fachbeirat der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir die heutige Veranstaltung als Auftaktveranstaltung verstehen, unserer Spring School, die sich dezidiert auch mit dem Thema Täterschaft und den nationalsozialistischen Hinterlassenschaften beschäftigt und mit dem Umgang der Tätergeschichte. Im Rahmen der Spring School werden also in den kommenden 3 Tagen Lehrkräfte, Studierende sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren über den Umgang mit dieser Tätergeschichte diskutieren. Im Anschluss an den Vortrag hat Herr Sandkühler sich bereit erklärt, Fragen von Ihnen zu beantworten, also fragen Sie fleißig. Allerdings möchte ich Sie auch gleich darauf hinweisen, präzise zu fragen und keine Co-Referate zu halten, denn Herr Sandkühler ist ein vielgefragter Mann, deswegen sind wir sehr froh, dass er hier ist, aber er muss auch rechtzeitig wieder seinen Flieger erwischen. Deswegen fasse ich mich auch kurz und darf Ihnen gleich das Wort übergeben. Haben Sie herzlichen Dank fürs Kommen und ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Ja, lieber Herr Riedel, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Themenstellung meines Vortrags gibt einige Schwierigkeiten auf. Einerseits sind Täter und Täterschaft nicht deckungsgleich und andererseits verbindet sich mit der Frage der Täterschaft das viel grundsätzlichere Problem, an was in Deutschland erinnert werden soll und welche Zielsetzungen für die historisch-politische Bildung folglich sinnvoll erscheinen. Ich möchte in den folgenden rund 45 Minuten folgende Aspekte ansprechen. Zunächst geht es um das Thema ambivalente Erinnerung. Dann möchte ich etwas sagen über die Selektivität der historischen Erinnerung. Es geht dann um die Potenziale der neueren Täterforschung, schließlich um Menschenrechtsfragen, die auch gegenwärtig sehr intensiv diskutiert werden. Und am Ende möchte ich versuchen, einige Antworten auf die Frage des Vortrages zu geben, was sich aus nationalsozialistischer Täterschaft lernen lässt. Beginnen wir also mit dem Punkt 1, ambivalente Erinnerung. Die Spezifik der Erinnerung an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen liegt in der Bundesrepublik Deutschland darin, dass sie von prinzipieller Ambivalenz geprägt ist. Erinnert werden soll an die Täter, gedacht werden soll aber auch der Opfer der nationalsozialistischen Politik. Man kann Täter- und Opfergeschichte nicht gegeneinander aufrechnen und selbstverständlich auch nicht harmonisieren, weil die Tatsache,
dass die einen die anderen millionenfach umbrachten, einen unhintergehbaren Gegensatz konstituiert. Versöhnung kann nur von den Opfern ausgehen. Richard von Weizsäckers Diktum bei seiner großen Rede 1985, das Geheimnis der Erlösung liege in der Erinnerung, ist insofern ebenfalls ambivalent. Tätergeschichte um ihrer selbst willen wäre absurd, weil ihr einziger Sinn dann darin bestehen könnte, die Effizienz der Tatausführung zu würdigen. Eine wohlfeile Identifikation mit den Opfern, wie sie unter dem Leitbegriff der Erinnerung etwa seit Beginn dieses Jahrhunderts vielfach propagiert wird, ist ebenfalls problematisch, wenn sie die Flucht aus der historischen Verantwortung ermöglicht, die sie den Nachkommen der deutschen Mehrheitsgesellschaft der NS-Zeit nun einmal aufgegeben ist. Obwohl der Holocaust das größte Verbrechen der Nationalsozialisten ein europaweiter Vorgang war und die neuere Forschung daher für eine Europäisierung des historiografischen Umgangs mit der Ermordung der europäischen Juden plädiert hat, bleibt die grundsätzliche Herausforderung, Täter und Opfer gleichermaßen zu bedenken, eine nationale Aufgabe. Die allfällige Bereitschaft bereits der politischen Generation der 1968er, einen neuen Faschismus vorrangig durch Solidarisierung mit der sogenannten Dritten Welt zu bekämpfen, lässt sich rückblickend unschwer als Ausweichen vor dieser Verantwortung dechiffrieren. Eine nationale Aufgabe kann aber auch mit dem weiten Blick auf die europäischen und globalen Dimensionen der Problemstellung bewältigt werden. Der Geschichtsunterricht, den die Funktion der Traditionsweitergabe und politischen Legitimation von Anfang an inhärent ist oder inhärent war jedenfalls, neigt jedoch ausweislich der Schulbücher und empirischer Forschungsergebnisse nach wie vor dazu, die Tatsache auszublenden, dass die Nationalsozialisten zu ganz erheblichen Teilen nicht deutsche, sondern ausländische Staatsangehörige töteten, was wiederum darauf hinweist, dass die Massenverbrechen dieses Regimes aufs Engste mit der deutschen Kriegsführung und Besatzungspolitik verknüpft waren. Doch bleiben wir noch einen Moment bei der anspruchsvollen oder angesprochenen Ambivalenz der deutschen Erinnerungskultur. Ich meine, es sei von erheblicher Bedeutung, dass sich diese Erinnerungskultur ihrer Ambivalenz bewusst bleibt, die Brüche zwischen Tätern und Opfern, um eine in diesem Fall wohl unpassende biologische Metapher wie Wunde zu vermeiden, offen zu halten. Im Grunde müsste es darum gehen, die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen so zu erzählen, dass die Schwierigkeit, letztlich vielleicht sogar Unmöglichkeit einer gemeinsamen Erzählung zum Organisationsprinzip des narrativen Konstrukts wird. Hierbei ist mir sehr wohl bewusst, dass die schon vor Jahrzehnten von dem Geschichtsdidaktiker Rolf Schörken erhobene Forderung, den jeder Geschichtserzählung innewohnenden Hang zur Harmonisierung des Erzählten im Umgang mit nationalsozialistischen Verbrechen durch, wie Schörken es nannte, aufgeraute Oberflächen zu begegnen, außerordentlich anspruchsvoll ist. Und doch liegt hier die eigentliche Lernchance, die im Klassenzimmer und mehr noch am historischen Ort ergriffen werden kann und vielleicht auch sollte. Bei alledem muss man sich darüber im Klaren sein, dass das jahrzehntelange Nachleben des Nationalsozialismus unterschiedliche Formen und Begriffe gefunden hat. Anfänglich war, Sie wissen das alle, wenn nicht überhaupt, die vollständige Verleugnung deutscher Verbrechen und die Rehabilitierung der Täter auf der vergangenheitspolitischen Agenda stand, die Bewältigung der Leitstern, gefolgt von der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und zuletzt von der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Zwischen diesen Begriffen und der Praxis der historischen Aufklärung über das NS-Regime bestanden generationelle Zusammenhänge, die ich hier nicht vertiefen muss. Es genügt, sich klarzumachen, dass Ende der 1980er Jahre oder seit Ende der 1980er Jahre wirklich zufällig zur etwa selben Zeit, als die DDR kollabierte, die letzte Generation von der politischen und beruflichen Bühne abtrat, die noch ganz im Geiste des Nationalsozialismus sozialisiert worden war, also die Flakhelfer oder die 45er-Generation, wie man heute meist sagt. Sicher nicht zufällig wandte sich die nachfolgende Generation von Historikern, zu der ich zähle, den Tätern und des Holocaust erstmals konkret zu, indem sie das Tathandeln am Tatort selbst, also in Osteuropa, analysierte. Obwohl ich so gesehen gewissermaßen befangen bin, meine ich, dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus in Deutschland vorrangig eine Auseinandersetzung mit den Tätern sein muss.
Selbstverständlich lassen sich Täter ohne Opfer nicht denken, aber der auch in dieser Spring School gewählte Fokus auf einer Gesellschaftsgeschichte der Täterschaft scheint mir richtig zu sein. Wenn überhaupt etwas aus den Verbrechen des Nationalsozialismus gelernt werden soll, das über das würdevolle Gedenken an die Opfer hinausgeht. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, Dimension des Verbrechens und selektive Erinnerung. Es ist, glaube ich, doch wichtig, sich einmal die Dimensionen vor Augen zu halten, also Zahlen und Zahlenvergleiche sprechen zu lassen. Die verbrecherische Herrschaftsordnung des Nationalsozialismus kostete bis zu 13 Millionen Menschen das Leben, 13 Millionen wohlgemerkt außerhalb von Kampfhandlungen. Diese Opfer kamen also nicht in den militärischen Auseinandersetzungen des Zweiten Weltkriegs ums Leben, sondern durch andere Gewalthandlungen, durch Krankheit und Hunger. Eingeschlossen in diese riesige Zahl von Getöteten sind etwa 5,8 Millionen Juden. Sie stellten die mit Abstand größte Opfergruppe. Wir erinnern uns daher aus gutem Grund an die ermordeten Juden. Denken wir aber mit der gleichen Intensität an 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, an mindestens 100.000 Sinti und Roma, an die rund 200.000 in Deutschland als lebensunwert ausgesonderten und getöteten Kranken und Behinderten. Das ist, wie ich glaube, nicht der Fall. Geschichte und Erinnerung sind also nicht deckungsgleich. Vergangene Ereignisse werden stets rückblickend und aus gegenwärtiger Perspektive ins Gedächtnis gerufen. Mit dem Zeitablauf verblasst die Erinnerung, treten Teile des erinnerten Gesamtgeschehens zurück, wie etwa im Fall der verhungerten und erschossenen Rotarmisten. Zu den Gründen könnte man im Einzelnen noch etwas sagen. Ein gesellschaftskritisches Geschichtsbewusstsein, dazu gleich noch etwas mehr, müsste ansetzen, indem etwa gefragt wird, warum es eine Opferkonkurrenz unter dem Leitbegriff des Genozids gibt und nationale Gemeinschaften offenkundig bestrebt sind, als Opfer eines Völkermords offiziell anerkannt zu werden. Dies gilt, um beim osteuropäischen Fall noch einen Moment zu bleiben, wie Sie wahrscheinlich wissen, auch für die ukrainische Regierung, die unter dem Leitbegriff des Holodomor vorträgt, dass die stalinistische Kollektivierung der 1930er Jahre einen Versuch dargestellt habe, das ukrainische Volk auszurotten. Ohne Zweifel hat das 20. Jahrhundert eine unendliche Zahl von weiteren Opfern politischer Gewaltherrschaft hervorgebracht. Auf 100 Millionen beziffert das Schwarzbuch des Kommunismus die Opfer kommunistischer Regime, darunter mindestens 12, eher wahrscheinlich an 20 Millionen Menschen, die im Stalinismus getötet wurden, und allein 45 bis 65 Millionen Hungertote im maoistischen China, von denen in Deutschland, soweit ich sehe, gar nicht gesprochen wird. An die Opfer des Kommunismus zu erinnern, hat nichts mit einem fragwürdigen Aufrechnen zu tun, sondern mit der Bewusstmachung eines geschichtlichen Kontexts. Der Tod hat im vergangenen Jahrhundert überreiche Ernte eingefahren. Es gehört zu den tief verstörenden Erfahrungen menschlicher Geschichte, dass so viele Männer, Frauen und Kinder umgebracht wurden, weil ihre Mörder dies für richtig und notwendig hielten. Damit ist die Frage nach den Motiven von Täterschaft, nach ideologischen und soziologischen Faktoren bereits angesprochen, auf die ich nachher noch einmal zurückkommen möchte. Doch bleiben wir bei den Opfern nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Vorhin habe ich die Gesamtzahl von 13 Millionen genannt. Es handelte sich, betrachtet man die größten Gruppen, um 5,8 Millionen Juden, 3,0 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, 2,0 Millionen sowjetische Zivilisten nichtjüdischer Herkunft, 1 Million polnische Zivilisten nichtjüdischer Herkunft, 300.000 Zwangsarbeiter aus allen Ländern Europas, 300.000 jugoslawische Zivilisten nichtjüdischer Herkunft, 190.000 krank und behindert in den deutschen Grenzen von 1938, also einschließlich Österreich, 100.000 Sinti und Roma, die Dunkelziffer ist allerdings für Osteuropa sehr hoch, und 80.000 Kranke und Behinderte außerhalb der deutschen Grenzen. Die Dynamik dieser unfassbaren Massenmorde wird besonders im zeitlichen Zusammenhang deutlich. In den folgenden Zeitabschnitten starben durch nationalsozialistische Gewalt bis August 1939 unter 1.000 Opfer, bis Juni 1941 ca. 200.000 Personen, bis Frühjahr 1942 ca. 3 Millionen und dann bis Mai 1945 nochmals 9 Millionen Tote.
Der Holocaust erreichte seinen grässlichen Höhepunkt im September 1942. Zu dieser Zeit wurden allein in Polen täglich, wohlgemerkt täglich, um 15.000 Juden umgebracht. Die Max-Vorstadt, übertragen wir jetzt auf München, wäre in nicht ganz 4 Tagen leer gemordet worden. Was die Todesursachen anbelangt, von den bis zu 5,8 Millionen Juden starben 2,3 Millionen durch Schusswaffen, besonders in der Sowjetunion und Polen. 1 Million durch Hunger, Krankheiten und andere Todesursachen, 2,5 Millionen in Lagern wie Auschwitz-Birkenau, 165.000 der Mordopfer kamen aus Deutschland, 65 aus Österreich, wie ich vorhin einmal gezeigt habe. Es zeigt sich also, dass entgegen einer verbreiteten Annahme fast ebenso viele Opfer des Holocaust erschossen wie durch Giftgas getötet wurden. Dieser Befund lässt sich mit bekannten Metaphern wie Todesfabrik oder industrieller Massenmord nur schwer in Einklang bringen. Ich möchte hier natürlich nicht in die Einzelheiten gehen, aber man muss sich vor Augen halten, dass die Juden grausam hingemordet wurden, sei es am Rand eines Massengrabes, sei es in den Gaskammern der 5 Vernichtungslager. Diese waren in der Reihenfolge ihrer Richtung Chełmno in Westpolen, wo seit Ende 1941 gemordet wurde, Belzec, Sobibor und Treblinka in Zentralpolen, wo zwischen Frühjahr und Frühsommer 1942 mit den Tötungen begonnen wurde, schließlich Auschwitz, wo die meisten Opfer 1943 und 1944 umgebracht wurden. Rund 1,1 Millionen Menschen fielen allein diesem Lager zum Opfer, unter ihnen 900.000 Juden. Auschwitz war also das größte Todeslager des Dritten Reiches und vor allem der Ort, an dem die meisten deutschen Juden getötet wurden. Aber allein im Jahr 1942 wurden in Belzec, Sobibor und Treblinka rund 1,3 Millionen meist polnische Juden durch Motorabgase getötet. Treblinka, ein vergleichsweise primitives Lager, verschlang über 700.000 Menschen, nach manchen Schätzungen sogar 900.000, also so viel wie Auschwitz-Birkenau. Erinnern wir uns der Opfer von Massenerschießungen, der Ermordeten der Aktion Reinhard. Das ist, wie mir scheint, jedenfalls nicht in dem Maße der Fall wie etwa beim Stichwort Auschwitz. Hier haben wir es also mit selektiver Erinnerung zu tun. Rassenwahn, fanatischer Antisemitismus und die erklärte Absicht der deutschen Führung, sich die Mittel zur Fortsetzung des Krieges durch Raub und Plünderung der von der Wehrmacht besetzten Gebiete zu holen, führten zum millionenfachen Massenmord. Juden wurden teils als gefährliche Feinde betrachtet, weil sie angeblich mit dem Kommunismus paktierten und damit den angenommenen Todfeind des NS-Regimes, die Sowjetunion, angeblich beherrschten. Teils bezeichnete man sie als unnütze Esser und brachte sie um, damit die deutsche Bevölkerung ausreichend ernährt werden konnte. Und überhaupt, auch das ist keine Neuigkeit, gingen wirtschaftliche und ideologische Ziele Hand in Hand. Der bloße Hinweis auf Rassismus und Antisemitismus reicht also nicht hin, um den Holocaust zu erklären. Zwangsarbeit war ein wesentliches Mittel der deutschen Kriegswirtschaft, sei es in Konzentrationslagern, sei es durch die gewaltsame Rekrutierung eines Millionenheers von Ausländern, die überwiegend aus Osteuropa verschleppt wurden. Juden, die dort wohnten, waren als Arbeitskräfte zeitweise unentbehrlich und in diesen Phasen verlangsamte sich das Tempo der Massenmorde. Aber es fanden sich immer Möglichkeiten, sie durch Nichtjuden zu ersetzen. Arbeit war nur in seltenen Fällen eine Rettung vor dem Tod, wenngleich sich die vom Tod bedrohten Juden an die verzweifelte Hoffnung klammerten, sie könnten den Deutschen nützlich sein und dadurch vielleicht ihr Leben retten. Der Begriff der Erinnerung hat unterschiedliche Bedeutungen. Wenn man damit meint, man möge sich erinnern, also eine reflexive Komponente dort einbringt, liegt im Erinnerungsgebot, dass den gegenwärtigen Diskurs über das Lernen aus nationalsozialistischer Geschichte nach meinem Dafürhalten dominiert, eine Überforderung. Mit Ausnahme sehr weniger, sehr alter Menschen ist heute niemand mehr am Leben, der den Nationalsozialismus noch erlebt hat und sich in dieser Weise erinnern kann. Der Wegfall von Zeitzeugen, die seit den 1980er Jahren eine wesentliche Stütze der historisch-politischen Bildungsarbeit über den Nationalsozialismus gewesen sind, ist schon häufig als Problemstellung wahrgenommen worden, obgleich Videoarchive und Hologramme, die inzwischen auch erstellt werden,
diese Zäsur als vielleicht weniger dramatisch erscheinen lassen, als wir zunächst angenommen haben. Es fragt sich allerdings, wie mit solchen digitalen Substituten lebender Menschen gearbeitet, wie sie rezipiert werden und was die Nutzer aus den Geschichten im digitalen Medium überhaupt lernen können. Hierauf fehlt es bislang überhaupt an Antworten, weil es keine Forschung darüber gibt bisher. Wird nun an etwas erinnert mit dem Ziel zu verhindern, dass es vergessen wird, steht die Bildungsarbeit vor dem Problem eines offenen Scheunentors, wie man vielleicht sagen könnte, denn es gibt in Deutschland keine ernstzunehmende politische Kraft, die die Legitimität dieses Nichtvergessens grundsätzlich in Frage stellen würde. Die Alternative für Deutschland, AfD, deren Schnittmengen mit dem historischen Rechtsradikalismus beträchtlich sind, hat sich bekanntlich ebenfalls darauf verlegt, die Faktizität der Verbrechen nach außen hin anzuerkennen, sich sogar zur Erinnerung zu bekennen, umso mehr aber den angeblichen Schuldkult der historisch-politischen Bildung anzugreifen und einen von Verbrechen nicht angekränkelten Nationalismus das Wort zu reden. Nach meinem Dafürhalten ist es Zeit, den Begriff der Erinnerung zu verabschieden und durch den Begriff des Geschichtsbewusstseins zu ersetzen. Dieser ist seit 4 Jahrzehnten die zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik als Wissenschaft vom historischen Lernen. Geschichtsbewusstsein meint die Art und Weise, wie sich Individuen und Gruppen zur Überlieferung der Vergangenheit verhalten, um sich in der Gegenwart zu orientieren und vernünftige Vorstellungen über die Zukunft auszubilden. Die Schwierigkeit besteht allerdings im Präsentismus der gegenwärtigen politischen Kultur. Wenn in den 1970er und 1980er Jahren vom Geschichtsbewusstsein die Rede war, so verband sich das häufig und aus gutem Grund mit einer gesellschaftskritischen Perspektive, insbesondere gegen das Verschweigen oder Verdrängen des Nationalsozialismus. Die Andersartigkeit der Vergangenheit, geschichtstheoretisch als Alterität bezeichnet, rückt heute aber immer stärker aus dem Blickfeld der Zeitgenossen. Die historische Beglaubigung gesellschaftlicher Gegebenheiten im Medium der Geschichtskultur lässt Alterität zunehmend in den Hintergrund treten. Da der Nationalsozialismus heute jedoch weitgehend akzeptierte Geschichte ist, muss das gesellschaftskritische Potenzial des historischen Lernens aus dem Nationalsozialismus auf andere Weise zur Geltung kommen. Und damit wären wir beim Punkt 3. Potenziale der neueren Täterforschung. Ich hatte das ja in der anfänglichen Gliederung hier gezeigt. In Gedenkstätten auf dem Territorium ehemaliger nationalsozialistischer Konzentrationslager, aber auch in Dokumentationen am früheren Täterort, wie der Topographie des Terrors in Berlin oder eben dem NS-Dokumentationszentrum, in dem wir uns gegenwärtig befinden, ist der bevorzugte Zugang zur Geschichte von Tätern und Opfern, soweit ich das beurteilen kann, die Gruppen- und Einzelbiografie. Die didaktischen Vorzüge eines solchen Arrangements sind nicht zu übersehen. Lebensgeschichten und Lebenswege ermöglichen Identifikation oder auch Distanzierung. Nicht das System oder die Zahl der Toten, die ich vorhin referiert habe, steht dann im Vordergrund, sondern der konkrete einzelne Mensch, mit dem sich die Besucher von Lernorten beschäftigen können. Andererseits stößt das Medium der Biografie erkennbar an Grenzen, wenn der Versuch unternommen wird, aus der Lebensgeschichte etwa eines Massenmörders wie Hitler oder Himmler verallgemeinerbare Motive für Täterhandeln abzuleiten. Im Fall Hitlers ist auf den bemerkenswerten Spannungszustand zwischen der individuellen Lebensgeschichte und dem Führerglauben der deutschen Gesellschaft wiederholt hingewiesen worden. Sicherlich hatten seine weltanschaulichen Obsessionen erhebliche Bedeutung, aber sie hätten nicht zum Völkermord führen können, wenn es nicht die Bereitschaft von mindestens 200.000 überwiegend männlichen Tätern gegeben hätte, Tötungsprogramme auszuführen und Tötungsbefehle zu erfüllen. Von einer breiter angelegten Täterforschung kann überhaupt, das ist vorhin auch schon angesprochen von Herrn Riedel, erst seit den 1990er Jahren die Rede sein. Hier ist einerseits eine Anzahl sogenannter Regionalstudien zu nennen, in denen Besatzungspolitik, Holocaust und das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie in den besetzten Gebieten Osteuropas erforscht wurden. Ein wichtiger Ertrag bestand darin, dass entgegen einer damals noch in der Zeitgeschichtsforschung dominierenden Auffassung polykratische Konkurrenzkämpfe zwischen dem Polizeiapparat
und dem besatzungspolitischen Beamtenapparat eine ungleich geringere Rolle gespielt hatten als die arbeitsteilige Kooperation zwischen Verwaltung, SS und Polizei. Daraus war wiederum der Schluss zu ziehen, dass es über die Zielsetzung, die jüdische Bevölkerung des jeweiligen Gebietes auszusiedeln, um den Euphemismus der Täter einmal zu zitieren, sprich zu ermorden, keinen Dissens gab. Konflikte hatten funktionale Gründe, etwa im schon beschriebenen Arbeitskräfteproblem vor Ort, aber sie behinderten die Durchführung des Massenmordes nicht. Ganz offenkundig, so eine weitere Schlussfolgerung, trug das besatzungspolitische Milieu einer kolonialen Aufsichtsverwaltung, die sich selbst als Herrenelite im Feindesland begriff, erheblich dazu bei, die Anwendung massenhafter Gewalt gegen jüdische Männer, Frauen und Kinder hinzunehmen oder aktiv voranzutreiben. Ein Meilenstein der Täterforschung stellte so dann das zu Recht berühmte Buch des amerikanischen Historikers Christopher Browning über das Hamburger Reservepolizeibataillon 101 dar, das im besetzten Zentralpolen Hunderttausende Juden in die Vernichtungslager deportiert und Zehntausende erschossen hatte. Browning sah in diesen Polizisten, die vor ihrer Abkommandierung nach Osten keine Gewalttaten begangen hatten und auch nur zum geringeren Teil überzeugte Nationalsozialisten waren, ganz gewöhnliche Männer, deren Morde aus einer Vielzahl von Motiven zu erklären waren, darunter die Einbindung in militärische Strukturen von Befehl und Gehorsam, Gruppendruck und die Gewöhnung an das Töten. Man musste, das war die viele Leser bestürzende Schlussfolgerung Brownings, kein Antisemit sein, um Massenmord an offenkundig unschuldigen jüdischen Zivilisten zu verüben. Eine wichtige Rolle in Brownings Argumentation spielte eine Situation, die sich im Juli 1942 abgespielt hatte, vor der ersten Massenerschießung, die dieses Polizeibataillon durchführen sollte, stellte dessen Kommandeur, ein Major Trapp, seinen Untergebenen frei, daran nicht teilzunehmen, wenn sie sich dieser Aufgabe nicht gewachsen sähen. Nur wenige Polizisten machten jedoch von diesem ihnen eröffneten Spielraum Gebrauch. Browning sah in diesem Befund eine Bestätigung der bekannten Experimente zur Gehorsamsbereitschaft, wie sie unter anderem der amerikanische Psychologe Stanley Milgram durchgeführt hatte. Milgram konnte nachweisen, dass die Bereitschaft, im Namen eines höheren Ziels, in diesem Fall der Wissenschaft, einem anderen Menschen Schmerzen durch Stromstöße zuzufügen und sogar dessen Leben zu gefährden, in dem Maße wuchs, wie der ausführende Versuchsteilnehmer durch eine entschieden vorgetragene Aufforderung, sozusagen einen Befehl eines vermeintlichen Arztes, autorisiert wurde und vom Opfer des Experiments optisch distanziert war. Der Unterschied zwischen Milgram-Experiment und Massenerschießung springt natürlich sofort ins Auge, denn es war ja geradezu das konstitutive Merkmal des Mordes in Polen, dass er von Angesicht zu Angesicht stattfand, die Täter also sahen und spürten, was ihre Handlungen bewirkten. Gleichwohl meinte Browning ein negatives Milgram-Experiment, das war jetzt ein Zitat aus seinem Buch, insofern vor sich zu haben, als sich auch in den Versuchsreihen des amerikanischen Psychologen nur eine Minderheit von maximal 20% geweigert hatte, schmerzhafte und potenziell tödliche Stromstöße auszuüben. Dieser Zahlenwert stimmte auffällig mit denjenigen überein, den Major Trapp bei seinem Experiment erzielt hatte. Dasselbe Polizeibataillon 101 spielte sodann eine zentrale Rolle in dem viel diskutierten Buch des amerikanischen Politologen Daniel Goldhagen, der sein Buch in direkter Entgegensetzung zu Browning mit ganz normale Deutsche untertitelte, oder ganz gewöhnliche Deutsche. Goldhagen meinte nachweisen zu können, dass die Deutschen seit dem 19. Jahrhundert einen fanatischen Judenhass entwickelt hatten, einen eliminatorischen Antisemitismus, der sie zu willfährigen Vollstreckern der von Hitler befohlenen Vernichtungsfeldzüge gemacht hatten. Die Schutzpolizisten des Polizeibataillons 101 waren demnach aus seiner Sicht keine ganz normalen Männer, sondern ein präzises Spiegelbild der deutschen Gesellschaft, die nichts mehr ersehnte als die Ermordung aller Juden in ihrem Einflussbereich. Goldhagens Thesen wurden von der historischen Forschung ganz überwiegend als monokausal und überzogen zurückgewiesen. Nicht wenige Kritiker irritierte vor allem, dass der Autor
dieses Bestsellers, den Deutschen des Jahres 1996 attestierte, die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Nationalsozialismus gezogen zu haben und ihn damit gleichsam nahelegte, aus der historischen Verantwortung für den Holocaust entlassen zu sein, sofern sie nur bereit waren, den fanatischen Antisemitismus ihrer Vorfahren zur Kenntnis nehmen und zu verurteilen. Browning und Goldhagen stimmten methodologisch dahingehend überein, dass sich von Handlungen auf Motive zurückschließen lasse. Eine solche Annahme, die nach meinem Dafürhalten auch dem vorhin schon angesprochenen Boom der Täterbiografie zugrunde liegt, ist jedoch problematisch. Denn beide, Browning wie Goldhagen, stützen sich auf die Ermittlungsakten und Vernehmungen der bundesdeutschen Justiz, die in den 60er Jahren ein Strafverfahren gegen das Polizeibataillon geführt hatte. Einmal ganz davon abgesehen, dass Angeschuldigte in einem solchen Verfahren legitimerweise kein Interesse daran haben, ihre persönlichen Motive offenzulegen, ist grundsätzlich daran zu zweifeln, dass eine solche Offenlegung die tatsächlichen Motive überhaupt ans Tageslicht bringen würde. Denn wie schon gesagt, Geschichte und Erinnerung sind nicht deckungsgleich. Zeitzeugen, namentlich solche, die in eigener Sache aussagen, sind notorisch unzuverlässige Quellen. Man muss sich eingestehen, dass es im Grunde keine Möglichkeiten gibt, die Absichten von Massenmördern aus zugänglichen Quellen zu erschließen. Die Geschichtswissenschaft stößt hier an ihre Grenzen. Neuerdings sehen wir in der Täter- und Gewaltforschung drei Tendenzen, von denen sich zwei weitgehend gegenseitig ausschließen. Die erste dieser Tendenzen ist die Europäisierung, namentlich der Holocaust-Forschung. Auf diese Weise wird der schon erwähnten Tatsache Rechnung getragen, dass die Opfer deutscher Massenmorde zu über 90% Staatsangehörige der von der Wehrmacht besetzten Länder waren. Über 90%. Zugleich richtet sich das Augenmerk der Forschung auf die Mitwirkung nichtdeutscher Täter, etwa die riesige Zahl osteuropäischer Höchstpolizisten oder die in deutschen Lagern für sowjetische Kriegsgefangene rekrutierten sogenannten Travniki-Männer, die in den Todeslagern Wachdienste verrichteten, aber auch die eigentliche Tötung durchführten. Es versteht sich wohl von selbst, dass Goldhagens These von den fanatischen antisemitischen Deutschen zur Erklärung dieser Tatbeteiligung wenig oder gar nichts beiträgt, weil die Mörder keine Deutschen, wohl aber in deutsche Befehlsketten eingeordnet waren. Wie Sie wissen, gibt es namentlich in Polen und Ungarn erhebliche geschichtspolitische Interventionen, gerade aktuell, gegen alle Versuche, die Kooperation der eigenen Vorfahren mit der deutschen Besatzungsmacht ins Bewusstsein zu rücken. Und selbstverständlich kann die Europäisierung der Holocaust-Forschung nicht zum Ziel haben, die deutsche Verantwortung zu relativieren, wie das von interessierter Seite, namentlich in Polen, immer wieder behauptet wird. Das Fußvolk der Endlösung bildet aber einen wichtigen Teil der Täterschaft, den die Täterforschung nach meinem Dafürhalten nicht ignorieren kann. Im gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich noch keine allgemeine Schlussfolgerung ziehen, doch deutet vieles darauf hin, dass auf diese ausführenden Täter am unteren Ende der Befehlskette zutrifft, was die Historikerin Sarah Berger für das deutsche Personal des nationalsozialistischen Krankenmordes schon herausgestellt hat, das bekanntlich später auch das Personal der Aktion Reinhardt-Lager stellte. Um einen kleinen Kern von fanatischen Weltanschauungstätern gruppierte sich eine größere Gruppe von Männern, die mordeten, weil sie indifferent waren und sich an das Morden gewöhnt hatten, weil sie das Morden als Arbeit betrachteten, die nun einmal getan werden musste. Die Enthemmung durch Alkohol und die allgegenwärtige Möglichkeit, sich am Eigentum der Getöteten zu bereichern, ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen gehabt hätte, taten ein Übriges, das Handeln sozusagen zu perpetuieren. Nun zu den beiden Alternativen, die ich vorhin angesprochen habe. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder argumentiert mit räumlichen Kategorien, indem er darauf hinweist, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus in einem Gebietsstreifen zwischen dem Baltikum, Weißrussland, Zentral- bzw. Ostpolen und der Ukraine getötet wurden, den Snyder als Bloodlands bezeichnet. Ein wesentliches Verdienst dieser Studie besteht darin, die riesige Zahl von Massenerschießungen ins Bewusstsein der Fachöffentlichkeit und einer breiteren Leserschaft zu rücken, die beide europäischen Großdiktaturen durchgeführt hatten.
Was die Technik des Tötens anbelangt, gab es also erhebliche Parallelen zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, die Snyder, anders als der deutsche Historiker Ernst Nolte in den 1980er Jahren, nicht auf ideologische Vorläuferfunktion des sowjetischen Regimes, sondern wesentlich darauf zurückführte, dass in den Bloodlands gewissermaßen alles möglich war, weil die etwa noch vorhandenen Reste eines die Gewalt eindämmenden Rechtsstaates von den Gewalthabern schnell beseitigt werden konnten. Der deutsche Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski argumentiert ähnlich, indem er von Gewalträumen spricht, die es den Tätern ermöglichten, das jedem Menschen innewohnende Potenzial zur Gewaltausübung auszuleben. Barbarowski geht aber über Snyder hinaus, indem er die These vertritt, dass diese Gewalträume in Osteuropa durch den Bürgerkrieg nach dem Staatsstreich der Bolschewiki und anschließend durch die Gewaltverbrechen Stalins am eigenen Volk verwüstet worden seien. Die deutschen Massenmörder, so Barbarowskis These, konnten von ihren bolschewistischen Vorläufern lernen, die ja seit Jahrzehnten vermeintliche und tatsächliche Gegner in Massen erschossen hatten. Einen tragfähigen Beweis für einen solchen Lerneffekt gibt es indes nicht, und so steht auch Barbarowskis Zustimmung zu den Thesen Ernst Noltes über eine bolschewistische Vorläuferfunktion, die 1986 den sogenannten Historikerstreit ausgelöst hatte, auf empirisch schwankendem Boden. Snyder und Barbarowski gehen übereinstimmend davon aus, dass individuelle oder kollektive Motivstrukturen wenig zur Erklärung von Massengewalt beitragen. Vielmehr bildet der Gewaltraum nicht nur die topografische Umgebung von Verbrechen, sondern er spielt eine eigenständige Rolle als Ermöglichungsfaktor, gegenüber dem handelnde Akteure weitgehend in den Hintergrund treten. Nur wenig zugespitzt könnte man sagen, dass die Bloodlands sich ihre Täter suchen und konditionieren. Für die Täterforschung trägt eine solche Erklärung allerdings erkennbar wenig ein. Einen völlig anderen Weg schlägt die Soziologie ein, die neuerdings maßgebliche Beiträge zur Täterforschung geleistet hat. Ich beziehe mich hier vor allem auf das Buch »Ganz normale Organisationen« des Bielefelder Soziologen Stefan Kühl. Wie Sie schon am Titel erkennen, schließt Kühl an die Forschungen Brownings und Goldhagens an, in dem auch er, jetzt bereits zum dritten Mal, das Polizeibataillon 101 untersucht. Kühls Buch, 2014 erschienen, wurde von vielen Kritikern als Provokation empfunden, weil die Systemtheorie, wie sie von Niklas Luhmann auf den Weg gebracht wurde, ausdrücklich amoralisch argumentiert. Als Soziologe interessiert sich Stefan Kühl nicht für die vermeintlich wirklichen oder wahren Motive von Tätern, sondern für die Organisationen, in denen sie tätig waren. Alle Organisationen, so der Verfasser, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Verhaltenserwartungen an ihre Mitglieder generalisieren und daher von den jeweils konkreten Motiven abstrahieren können, ja sogar abstrahieren müssen, um funktionieren zu können. Des Weiteren arbeitet Kühl heraus, dass die für einen bestimmten Zweig der Täterforschung sehr interessante Frage nach Handlungsspielräumen und möglichen Befehlsnotständen soziologisch unergiebig ist. Kennzeichnend für Organisationen ist nämlich nicht, dass sie ihre Mitglieder zu einem bestimmten Verhalten zwingen, sondern dass jenseits der erwähnten Verhaltenserwartungen zum Teil ganz erhebliche Freiräume verbleiben. Die vielen Leser von Christopher Browning faszinierende Befehlstaktik des Majors Trapp war im Lichte dieser Erkenntnis kein moralischer Appell, sondern möglicherweise ganz funktional, um die Organisationseinheit des Polizeibataillons 101 zu gewährleisten. Das Herzstück der soziologischen Theorie, die Stefan Kühl seinen Überlegungen zugrunde legt, ist das Konzept der Indifferenzzone. Es handelt sich dabei um einen Satz von Normen und Verhaltensweisen, die mit dem Eintritt in die Organisationen als akzeptiert gelten und nicht in Frage gestellt werden müssen, im Grunde auch nicht in Frage gestellt werden können. Daneben existieren Erwartungen, denen Mitglieder einer Organisation in der Regel nicht nachkommen, weil sie eben außerhalb dieser Zone der Indifferenz liegen. Für den Soziologen sind vor allem solche Erwartungen und Anweisungen von Interesse, die in einer Grauzone liegen, also von der Organisationsmitgliedschaft weder eindeutig abgedeckt noch eindeutig ausgeschlossen sind. Je höher die soziologischen Anreize zur Mitgliedschaft sind, desto größer ist die Indifferenzzone,
Je geringer die Anreize ausfallen, desto kleiner ist sie. So gesehen ist es wenig sinnvoll, die nationalsozialistische Ideologie den Handlungsumständen entgegenzusetzen und auf diese Weise gewissermaßen Gesellschaft und Organisation künstlich voneinander zu separieren. Im Fall des untersuchten Polizeibataillons war die Indifferenzzone uneindeutig und fließend. Umso höher muss der Stellenwert der rechtlichen Rahmung angesetzt werden, die in der täglichen Polizeiarbeit dieses Handelns bekannt war und vorausgesetzt werden konnte. Die vorhin erwähnte Grauzone entstand dadurch, dass die Deportation, Erschießung und Vergasung von Juden, ich zitiere Kühl, häufig weder als eindeutig kriminell noch als eindeutig legal erklärt worden kann. Folglich obliegt es dem Verhalten des Polizisten selbst, die Indifferenzzone zu verschieben und auszuweiten. Kurzum, es brauchte keine neuartigen Programme zur Durchführung der Tötungsaktion, keine neuen Kommunikationswege und eben auch kein speziell ausgewähltes Personal. Es mussten sich lediglich die Rahmenbedingungen derart ändern, dass die Organisation ihre Indifferenzzone gegenüber ihren Mitgliedern auszuweiten vermochten. Wenn Kühl recht hat, wofür vieles spricht, dann müssen wir uns mit dem beunruhigenden Befund auseinandersetzen, dass es ein hohes Maß an Kontinuität der Organisationen vor 1933 über den Zweiten Weltkrieg bis nach 1945 gegeben hat, was sich ja schon in dem hohen Prozentsatz ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den höheren Etagen der bundesdeutschen Ministerialbürokratie zeigt. Zu den bestechenden Thesen Kühls gehört in dem Zusammenhang die Rolle des Antisemitismus, der im NS-Staat zur Staatsraison erhoben worden war. Die Angehörigen des Polizeibataillons konnten mit guten Gründen davon ausgehen, hinsichtlich der Legitimität ihrer Handlungsweise im Grundsatz von der sogenannten Volksgemeinschaft und dem Willen der Führung gedeckt zu sein. Und vielleicht liegt in der Bestärkung dieser Annahme die wesentliche Funktion der antisemitischen Propaganda seit Kriegsausbruch, namentlich der immer wiederholten Kommunikation von Hitlers Prophezeiung aus dem Januar 1939, im Fall eines Zweiten Weltkrieges werde die jüdische Rasse in Europa vernichtet werden. Der Historiker Christian Gerlach zitiert aus dem Brief eines Wiener Schutzpolizisten, der unter fast wörtlicher Berufung auf dieses Führerwort seine Erschießung jüdischer Kinder gerechtfertigt hat. Ich komme damit zu meinem vierten Punkt, Holocaust und Menschenrechte. Das geht jetzt knapp. Wir sind aus guten Gründen dazu übergegangen, Geschichte als interdependente Globalgeschichte zu denken und zu schreiben. Auch der Nationalsozialismus hat eine globale Dimension, nicht nur wegen des globalen Krieges, den Deutschland unter Hitler vom Zaun brach, sondern wegen der weltgeschichtlichen Folgen nationalsozialistischer Verbrechen und der Schlussfolgerungen, die internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen aus ihnen gezogen haben. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 sowie die mit ihr eng zusammenhängende Ächtung des Völkermords sind rechtliche Schlussfolgerungen aus den Menschheitsverbrechen des Dritten Reiches. Holocaust und Menschenrechte hängen ganz konkret historisch zusammen. Raphael Lemkin, der im amerikanischen Exil den Begriff des Genozids prägte und also maßgeblich zum Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom Dezember 1948 beitrug, und Herr Lauterpacht, der als Schüler des Wiener Staatsrechtlers Hans Kelsen auf eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte hinwirkte, kamen beide aus der Stadt Lemberg in Ostgalizien. Beide Juristen hatten durch die Ermordung von rund 500.000 Juden in und um Lemberg zahlreiche Angehörige verloren. Das Internationale Militärtribunal von Nürnberg, an dem Lemkin und Lauterpacht in unterschiedlichen Funktionen mitwirkten, hat das juristische Rückwirkungsverbot durchbrochen und den neuen Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit eingeführt. Die Geburtsstunde des internationalen Menschenrechts schlug in Lemberg, wie der Völkerrechtsanwalt Philipp Sands in diesem schönen Buch Rückkehr nach Lemberg kürzlich herausgestellt hat. Insofern hat die bisher vorrangig pädagogisch begründete Forderung, den Holocaust zum Ausgangspunkt einer modernen Menschenrechtserziehung zu machen, ihre historische Berechtigung, ungeachtet des bekannten Einwandes, dass es nicht des Hinweises auf den Holocaust bedarf, um zu lernen, dass man unschuldige Mitmenschen nicht töten darf.
Ein Ziel der Beschäftigung, ein Ziel der Beschäftigung mit der NS-Täterschaft kann folglich darin bestehen, die Verbrechen des Nationalsozialismus als wesentliche Bestandteile einer modernen Geschichte der Menschenrechte zu begreifen, die unabgeschlossen ist und gewissermaßen aus sich heraus an die jüngeren Generationen appelliert, über Recht und Gerechtigkeit in historischer, gegenwärtiger und zukünftiger Perspektive nachzudenken. Jetzt komme ich zu meinen letzten abschließenden Bemerkungen. Was lässt sich lernen? Ich wollte noch ganz kurz die Gliederung nochmal aufrufen. Ich habe in meinem Vortrag bewusst weit ausgeholt, indem ich die gegenwärtige Lage der Erinnerungskultur skizziert, das nach meinem Dafürhalten gegebene Erfordernis einer Erneuerung des gesellschaftskritischen Geschichtsbewusstseins begründet und versucht habe, die selektiven Wirkungen öffentlicher historischer Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen durch einen Blick auf das ganze Ausmaß dieser Taten zu konterkarieren. Ferner habe ich anhand eines Beispiels des berühmt-berüchtigten Polizeibataillons 101 zu zeigen versucht, welche Anhaltspunkte die neuere Täterforschung für die Ausprägung eines solchen gesellschaftskritischen Geschichtsbewusstseins geben könnte. Das sind jetzt die Punkte, die hier aufgeführt sind. Die Schlussfolgerungen fallen natürlich unterschiedlich aus, je nachdem, an welche Alters- und Lerngruppen man denkt. Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht mit den Details von Massenmorden beschäftigen und auseinandersetzen müssen, die sie verstören oder traumatisieren könnten. Es genügt, sich der zahlenmäßigen Dimension nationalsozialistischer Gewaltverbrechen bewusst zu machen und die Lernenden dazu anzuhalten, sich bewusst zu machen, dass die Opfer all dieser Verbrechen Achtung und Mitgefühl verdienen. Darüber hinaus ist es möglich und in vielen Fällen auch hilfreich, mit Schülerinnen und Schülern darüber zu diskutieren, wie sie mit der Tatsache umgehen wollen, dass ihre Vorfahren oder im Falle von Zugewanderten die Vorfahren ihrer Klassenkameraden die Ermordung von Millionen Menschen zumindest nicht verhindert, also durch Indifferenz maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ganz normale Organisationen Morde durch die Fiktion eines gesellschaftlichen Konsenses gerechtfertigt hielten. Ferner ist durch Multiperspektivität, also das Angebot von Zeugnissen aus der Hand von Tätern und Opfern über ein und dasselbe Ereignis, über die Schwierigkeit zu diskutieren, eine gemeinsame Geschichte über dieses Ereignis zu erzählen. Thematisch bietet es sich etwa an, die Deportation jüdischer Menschen aus dem Reichsgebiet zum Thema zu machen, die seit 1942 ganz überwiegend in das Todeslager Auschwitz verschleppt wurden. Das Haus der Wannsee-Konferenz und der Internationale Suchdienst haben kürzlich Unterrichtsmaterialien bereitgestellt, die sich für eine solche Reflexion über Handeln und Leiden sehr gut eignen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Königsweg in der historisch-politischen Bildung über nationalsozialistische Täterschaft in einer Kombination von globalen und lokalen Dimensionen liegt, die in der Soziologie und Teilen der Geschichtswissenschaft als Glokalisierung bezeichnet wird. Der Vergleich einer polizeilichen Massenverhaftungsaktion vor der Deportation jüdischer Familien in beispielsweise München und Lemberg kann Schülerinnen und Schülern der Oberstufe die Normalität dieses polizeilichen Handelns verdeutlichen und zu sehr grundlegenden Fragen auf der Linie der Organisationssoziologie führen, die Stefan Kühl eröffnet hat. Andererseits kann man an solchen Beispielen den Zusammenhang zwischen stadträumlicher Verfolgungsgeschichte und universellen Menschenrechten studieren, damit Lernenden klar wird, dass die Verbrechen des NS-Staates zwar national verursacht, aber europäisch durchgeführt und weltgeschichtliche Konsequenzen hatten. Skepsis ist meiner Ansicht nach gegenüber den verbreiteten Ansätzen angebracht, nach den Handlungsspielräumen von Individuen in konkreten Entscheidungssituationen zu fragen, wie das vor allem von der Holocaust Education propagiert wird. Denn zum einen lassen sich die tatsächlichen Handlungsspielräume oftmals nicht mehr zutreffend rekonstruieren und zum anderen erscheint die Nutzung solcher Spielräume als erwünschte Abweichung von Gehorsam und Mittun, obwohl wir nun wissen, dass die von den Nationalsozialisten zur Durchführung von Massenmorden herangezogenen Organisationen ein fundamentales Interesse daran hatten, Spielräume zu eröffnen, damit die Zone der unwidersprochen hingenommenen Handlungen ausgeweitet werden konnte.
Das Potenzial der Tätergeschichte und Täterforschung kann am besten ausgeschöpft werden, wenn der Geschichtsunterricht mit der theoretisch gut abgesicherten Forderung ernst machen würde, die narrative Kompetenz von Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt seiner Bemühungen zu stellen. Wenn es gelänge, plausible und kohärente Geschichten über Täter und Opfer zu erzählen, die anschließend im Klassenverband zur Diskussion gestellt werden würden, gewinnen die Lernenden ein Bewusstsein für die Verschiedenartigkeit möglicher rückblickender Deutungen eines historischen Geschehens und für die Schwierigkeit, die allgegenwärtige Forderung nach Erinnerung mit Leben zu füllen. Von einem solchen, das Erzählen von Verbrechen einübenden und reflektierenden Geschichtsunterricht sind wir aber noch ziemlich weit entfernt. Schulisch dominiert eine faktografische, oftmals bewusst nüchtern gehaltene Belehrung über wesentliche Sachverhalte, hinter der durchaus eine unausgesprochene moralische Erwartungshaltung verborgen sein kann, die jedoch selten in den Orientierungshaushalt von Jugendlichen eingeht. In den Gedenkstätten findet man allen gegenteiligen Versicherungen zum Trotz häufig noch Praktiken einer Betroffenheitspädagogik, die der Zielsetzung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins oftmals diametral entgegensteht. Da ist also noch viel Luft nach oben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Sandkühler, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den sehr differenzierten Vortrag, der auch nochmal darauf hinwies, dass Tat und Täter und Täterschaft nicht das Gleiche ist. Sie haben auch darauf hingewiesen, die Dimension des Verbrechens und damit die Perspektive der Opfer nochmal mit aufgegriffen, was mir auch ein Anliegen war bei der Spring School und was Anke Hofsteen zu Beginn unserer Spring School heute auch nochmal angesprochen hat, dass man über Täterschaft und Verbrechen sprechen kann, dass dabei aber auch immer die Seite der Opfer mitzudenken ist. Und gleichzeitig haben Sie aber auch sehr differenziert davor gewarnt, zu emotionalisieren und vielleicht, wenn man aus der Bildungsarbeit kommt, auch so der Verführung nachzugehen, einfache Antworten anzubieten und zu sagen, hier, so ist es und so sollt ihr denken, also diese, wie Sie es genannt haben, Betroffenheitspädagogik. Was, ich gebe das Mikrofon gleich weiter, dass Sie auch die Chance haben zu fragen. Vielleicht erlauben Sie mir, dass ich die erste Frage stelle, nachdem ich das Mikrofon hier in der Hand habe. Was mich ein bisschen gewundert hat, diese Frage nach der kontraproduktiv bei den Handlungsspielräumen, weil also ich muss zugeben, auch hier im Haus ist das natürlich ein wichtiges Thema, über Handlungsspielräume zu diskutieren, um einfach die Frage aufzumachen, hätte es Alternativen gegeben oder wie beurteilt man überhaupt ein Verhalten? Also wo beginnt Täterschaft, wo beginnt die Handlung einer Person, die einfach in bestimmten Zwängen steht? Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren. Das habe ich vielleicht auch selbst noch nicht ganz verstanden, wie Sie das meinen. Direkt? Gerne. Ja. Also in der Tat ist diese Frage nach Handlungsspielräumen eine sehr naheliegende Frage. Ich habe die selbst auch immer wieder gestellt. Aber ich habe aus dem Buch von Kühl eines mitgenommen. Das ist in der Tat ziemlich irritierend, wenn nicht geradezu desillusionierend. Das ist sozusagen in der Soziologie dieser Organisationen geradezu notwendig ist, Handlungsspielräume für Täter zu eröffnen, ja, dass aber das Ausnutzen dieser Handlungsspielräume überhaupt nichts damit zu tun hat, ob jemand ein Täter ist oder nicht. Man kann also auch einen Handlungsspielraum ausnutzen und trotzdem ein Täter sein oder noch etwas zugespitzter, gerade weil die Organisation den einzelnen Mitgliedern solche Handlungsspielräume eröffnet, gewährleistet sie die Loyalität der Angehörigen dieser Einheit. Und bei dem Polizeibataillon 101 ist das ja auch so gezeigt worden oder konnte gezeigt werden, dass diejenigen, die am Anfang zurückgetreten sind vom Morden, später mitgemacht haben. Das ist ja auch ein ziemlich erklärungsbedürftiger Befund. Und wir haben uns bisher in der Frage, warum haben die sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben, häufig mit so einer Mischung aus Gruppendruck, Befehl und Gehorsam, ich habe das ja kurz referiert, das so im Grunde auf der Linie von Browning beholfen. Und das ist nach meinem Dafürhalten ein Weg, der nicht mehr weiter beschritten werden kann. Da kommen wir nicht mehr
nicht mehr weiter an dem Punkt. Da wird es auch sehr spekulativ. Okay, vielen Dank. Jetzt möchte ich auch dem Publikum die Chance geben, zu fragen. Um beim Polizeibataillon zu bleiben, sehen Sie die Veränderung des Raumes, in dem sich die Organisation befindet, als Teil der Ausweitung der, dieser Graubereiche, also dieser Handlungsräume? Also in dem Fall, was das Polizeibataillon 101 angeht, nicht, weil der Raum, in dem sich dieses Bataillon bewegte, ein klar fixierter Raum war. Es war überwiegend der Distrikt Lublin des Generalgouvernements und das war auch administrativ durch entsprechende Gesetze, Verordnungen usw. festgelegt, um welchen Raum es sich handelte. Abgesehen davon gab es in Polen durchaus eine Tradition von Staatlichkeit, von Gesetzlichkeit und dergleichen mehr. Und so etwas steht im Allgemeinen dieser Ausweitung des Gewaltraumes oder dieser Funktion des Gewaltraumes eher hemmend im Weg. Ja. Das gilt nicht beispielsweise für die Randgebiete der Sowjetunion, die ja seit 1918 unter Bürgerkrieg sozusagen schon gelitten hatten und wo man eigentlich nie die Zeit hatte, rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Und insofern ist das Gewalt zuträglich. So ist das gemeint. Ne? Also bei den Polizeibataillon 101 würde ich meinen, gibt es diesen Effekt nicht. Okay, dann gibt es weitere Fragen. Ich hätte noch, oder mich hätte ein bisschen ratlos hinterlassen, der zweite Teil Ihres Vortrags zu den Dimensionen. Also ich fand das sehr interessant, natürlich, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, dass es noch viele andere Aspekte gab, nicht nur die Konzentrations- und Vernichtungslager, was natürlich dann auch Fragen nach Täterschaft, Tätern hinterlässt. Also wie wird man überhaupt, auf welche Arten man zum Täter wird. Andererseits hat es mich ein bisschen auch irritiert, diese vielen Auflistung von vielen verschiedenen Zahlen, viele ganz unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen und dann auch noch hier Verweis auf jetzt die Verbrechen des Maoismus. Da war mir jetzt nicht ganz klar, worauf Sie da hinaus wollten. Also was die Dimension angeht, was die Dimension der deutschen Verbrechen angeht, entspringt das ganz einfach der Erfahrung, die ich schon häufig gemacht habe, dass das einfach nicht bekannt ist. Es ist in der Größe breiteren Öffentlichkeit nach meinem Dafürhalten nicht bekannt, dass 13 Millionen Menschen umgebracht worden sind von den Nationalsozialisten und ihren Helfern und dass die Juden zwar die größte Gruppe dieser vielen Toten gewesen sind, aber nicht die einzigen. Und ärgert sehr die vollständige Ausblendung der sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Erinnerungsdiskurs in der Bundesrepublik, spielt praktisch keine Rolle, mit abgesehen von einigen wenigen Gedenkorten, wo es ausdrücklich angesprochen wird, wie Stuckenburg. Aber es gibt auch noch andere Opfergruppen, die weitgehend dem Gedächtnis entfallen sind. Darauf wollte ich erstmal hinaus. Und natürlich sind Zahlen auf den ersten Blick despektierlich oder pietätlos, aber sie haben auch eine wichtige Funktion, weil sie Zusammenhänge offenlegen. Und mir kam es jetzt ja vor allem darauf an, nochmal zu zeigen, wie enorm der Anstieg der Todeszahlen seit etwa Sommer 1942 gewesen ist. Es hat ja etwas zu tun mit der deutschen Kriegsführung, insbesondere im Osten und all diesen Dingen, auch mit der Kriegswirtschaft. Das sind Zusammenhänge, denen man nachgehen kann. Was den Maoismus angeht, ich habe das ja ausdrücklich gesagt, ich sage es auch gerne nochmal, es geht nicht darum aufzurechnen, sondern es geht einfach darum zu zeigen, und das muss auch Schülern, glaube ich, klar sein, dass es im 20. Jahrhundert eine ganz außerordentliche Bereitschaft dazu gegeben hat, massenhaft Menschen umzubringen. Und das ist etwas, was für das 20. Jahrhundert sicherlich eine Signatur ist. Und da kann man ja auch mit Hobsbawm und anderen sozusagen Historikern argumentieren, die eben von dieser spezifischen Gewaltsamkeit des 20. Jahrhunderts aufgrund einer sozusagen Bürgerkriegssituation zwischen den großen Blöcken ausgehen. Es hat nichts damit zu tun, dass man Ernst Nolte das Wort redet, aber man darf zur Kenntnis nehmen, dass die Nazis sozusagen sich in einen großen Zusammenhang von Massenverbrechen einfügen, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang erstmal der Erklärung noch bedürfen. Um,
Ich habe nur eine Frage zu einer Zahl, die genannt wurde, dass die Verbrechen ermöglicht wurden von 200.000 Tätern. Und wollte nur fragen, woher sich diese Zahl errechnet. Also welche Bevölkerungsgruppe Sie unter diese Täter zählen in dem Moment. Also weniger Bevölkerungsgruppen als ein bestimmtes, sagen wir, eine funktionale Beteiligung. Also ich würde dazu alle zählen, die durch Vorbereitung oder unmittelbare Beteiligung die Verbrechen durchgeführt haben. Und da kommt man auf diese Zahlengröße. Also auf einer körperlichen Ebene? Nein, selbstverständlich zählt auch jemand wie Eichmann, der körperlich keine Morde verübt hat, soweit wir wissen, zu diesen Tätern. Selbstverständlich. Ja, genau. Danke, das war's. Wenn Sie nochmal die letzte Folie bitte nehmen würden. Die letzte Folie? Die davor. Diese hier? Genau. Ja. Was mir nicht klar ist, das ist, wie das funktionieren soll. Also der Punkt 1, keine Emotionalisierung der Schüler. Wie soll das funktionieren? Weil ich meine, wenn ich da nur die Daten sozusagen darstelle und bewusst auf eine Emotionalisierung verzichte, das ist, ich sage jetzt mal, knapp daneben ist auch vorbei, wenn ich es so formulieren darf. Ja, das dürfen Sie so formulieren. Also es hängt davon ab, was man unter Emotionalisierung versteht. Ich würde das jetzt mal gleichsetzen mit dem, was im Beutelsbacher Konsens für die historisch-politische Bildung als Überwältigungsverbot formuliert worden ist. Ich will damit nicht sagen, dass Schüler dazu angehalten werden sollen, ungerührt und kühl zu sein. Aber was ich nicht tun darf, glaube ich, ist sie zu einem bestimmten Gefühlsausdruck sozusagen zu animieren oder das gerade von ihnen einzufordern. Das passiert aber, wie wir aus vielen Beobachtungen wissen, insbesondere im Gedenkstättenbereich, passiert das immer wieder. Und Schüler merken das. Und da man ihnen nicht sagt, warum das von ihnen verlangt wird, reagieren sie darauf zumindest unsicher, zum Teil auch außerordentlich ablehnend. Das ist ein Problem dessen, was ich vorhin als Betroffenheitspädagogik bezeichnet habe. Also der Verzicht auf Emotionalisierung heißt nicht, dass man das gefühllos machen soll. Man soll auch seinen Gefühlen dabei durchaus freien Lauf lassen. Ich bin auch nicht gefühllos, wenn ich über das Thema spreche. Aber man kann nicht, glaube ich, man sollte als Lehrer oder Lehrerin darauf verzichten, Schülern dieses emotionale Reaktionsmuster abzuverlangen, weil das in die falsche Richtung führt und tatsächlich zu einer Lernbehinderung werden kann. Könnten Sie es bitte noch mal mit einfacheren Worten erklären, was soll ich meinem 12-jährigen Sohn sagen, warum die Nazis oder die Deutschen und viele Helfer das so gemacht haben? Die Juden und die weiteren Millionen bis zu 13 Millionen umgebracht zu haben. Nur Indifferenz? Wie können Sie das am Beispiel noch mal ein bisschen klarer darstellen, bitte? Naja, die grundsätzliche Voraussetzung habe ich jetzt nicht noch eigens mit thematisiert, ist natürlich, dass einen das mit relativ einfachen Mitteln in einem relativ kurzen Zeitraum eine relativ gut funktionierende Demokratie, jedenfalls bis zum Jahr 1930, relativ gut funktionierende Demokratie in eine diktatorische Ordnung umgewandelt wurde, die den Ausnahmezustand zum Regelzustand erhoben hat. Und damit fallen die gesetzlichen Bindungen fort. Also muss man dem Kind, auch wenn es vielleicht etwas schwer ist, doch schon klar machen, dass es gut ist, dass Gesellschaften nach Recht und Gesetz funktioniert, dass es einen Schutz auch von Rechten für Einzelne und für Gruppen gibt, die nicht einfach außer Kraft gesetzt werden können. Ich glaube, das kann man auch erklären, auch einem jüngeren Kind. Der zweite Punkt ist, dass ich ja überhaupt nicht bestreite, dass so etwas wie Judenhass und Antisemitismus eine zentrale Rolle gespielt hat. Meine Frage galt aber jetzt nicht der allgemeinen Motivlage. Ich habe ja geradezu darauf hingewiesen, dass das ein wichtiger Background war, sozusagen ein legitimatorischer Background, auf den sich auch die Täter immer wieder berufen haben, ja? Sondern dass die Frage, die doch für die Täterforschung und damit auch für das Eingehende sich auseinandersetzt mit Täterschaft viel eher dringlich ist, die sein muss, wie passiert das eigentlich, dass solche Apparate so Mordapparaten werden können. Und wenn Kühl recht hat, ich glaube, es spricht viel dafür, dass er recht hat, dann liegt es nun mal daran, dass diese Organisationen genauso funktionieren, wie sie funktionieren. Das tun sie vor 1933 und nach 1945. Es gibt mit Ausnahme der SS, die allerdings in diesem Punkt noch nicht hinreichend erforscht ist, sozusagen keine Sonderorganisation für die Durchführung von Massenverbrechen. Das ist ein
erklärungsbedürftiger Sachverhalt. Und darauf hat die historische und soziologische Forschung bisher keine überzeugende Erklärung gefunden. Wenn Sie einem Kind von indifferent etwas sagen, dann würde ich sagen, es ist die Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit als solche kann schon ganz verheerende Folgen haben. Beispielsweise jetzt sehr benennbar, weil eben die Polizisten, die da geschossen haben, der Auffassung waren, sie könnten sozusagen davon ausgehen, dass die deutsche Gesellschaft ihr Tun mitträgt. Mehr als sozusagen stillschweigendes Hinnehmen braucht man nicht, um sich auf diese Weise zu legitimieren. Insofern ist auch das, was ja häufig gemacht worden ist, die Unterscheidung zwischen Tätern, Opfern und Zuschauern ja in der neueren Forschung zunehmend in Frage gestellt worden, weil die Beiständer eben keine Beiständer waren, sondern auch durch Indifferenz zu Tätern werden konnten oder zur Täterschaft beitragen konnten. Ja. Insofern würde ich sagen, Sie können das durchaus tun. Ja. Aber es ist auch nicht Aufgabe eines 12-jährigen Kindes, Organisationssoziologie zu verstehen. Wenn es. Ja, hier gibt es. Ich habe eine Frage, wie würden Sie denn die deutsch-israelische Beziehungen und vor allem würden Sie die deutsch-israelische Begegnung unter der Schülerschaft strukturieren wollen, weil die Israelis natürlich mit der Emotionalisierung sehr arbeiten. Ja. Und die Deutschen sollen das nicht. Meine Tochter zum Beispiel war in Dachau und hat sich natürlich sehr geschämt dafür, obwohl sie keine Scham empfinden müsste. Ja? Mhm. Und insofern möchte ich da gerne einen konkreten Hinweis, ob Sie das vielleicht haben, wie wir da Brücken schlagen sollen, weil ich natürlich den Kontakt mit diesem Land weiterhin pflegen wollte, auch für die Schülerschaft. Ja? Mhm. Also ich glaube, das wäre jetzt meine Vorstellung. Ich glaube, was man schon tun kann, ist auch mit Schülergruppen, gerade aus diesen beiden Ländern, darüber zu diskutieren, wie sie eigentlich mit der jeweiligen Vergangenheit umgehen. Und das muss auch zu einem Thema einer kritischen Auseinandersetzung werden können. Also ich finde, die Art und Weise, wie in Yad Vashem beispielsweise gearbeitet wird, eine aus nachvollziehbaren Gründen eine völlig andere als etwa hier in diesem Hause gearbeitet wird oder in anderen Gedenkstätten der Bundesrepublik. Das hat Gründe, die benennbar sind und diese Gründe müssen auch auf den Tisch. Ja? Weil auf diese Weise nochmals diese Botschaft auch vermittelt werden kann, dass Erinnerung ein selektiver Vorgang ist und dass es eben keine universelle Erinnerung gibt und dass deshalb die Pflicht sozusagen des Schülers oder auch der Lehrkräfte, die den Schüler oder die Schülerin begleiten, darin besteht, sich dieser Form des Erinnerns bewusst zu machen. Deshalb brauche ich von reflektiertem Geschichtsbewusstsein. In dem Moment, wo das reflektiert wird und wo es auch zur Diskussion gestellt wird, hat es ja sozusagen nicht mehr diesen Anspruch der universellen Gültigkeit. Ja. Ich kann den universellen Geltungsanspruch mit Gründen zurückweisen. Ich kann aber zugleich auch sagen, dass das Anliegen, insbesondere natürlich vor dem Hintergrund der allgemeinen Menschenrechtserklärung, selbstverständlich universell ist und bleibt. Ja. Was die Emotionen angeht, nochmal, ich würde niemand verbieten wollen, traurig zu sein. Das wäre absurd. Ja. Aber was ich für problematisch halte, und das ist eine dünne Grenze, ist von Schülern zu erwarten, dass sie jetzt traurig sein sollen, wenn sie es nun mal nicht sind. Auch das gibt es. Ja. Also Sie können sich Schulbücher angucken, die Arbeitsaufträge, dann, die da rausgegeben werden, wenn man jetzt also nach Buchenwald fährt, nimm eine Kerze mit, zünde sie am Grab und so weiter an, gehe dein Gefühl nach und so weiter. Das finde ich hochproblematisch, weil auf diese Weise suggeriert wird, dass man auch über diesen erheblichen Zeitabstand hinweg gewissermaßen sich in die Situation der Überlebenden oder der Toten hineinversetzen könne. Und ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Pietät ist erforderlich, aber man kann von Schülern nicht erwarten, dass sie sozusagen eine Emotion zeigen und damit eine Leistung erbringen. Darum geht es mir. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Sandkühler, für Ihren Vortrag, für die Bereitschaft, hier auch so lange mit uns noch zu diskutieren und so offen zu diskutieren. Ich bedanke mich beim Publikum fürs Kommen. Ich habe noch einen dritten Dank, der geht an Frau Franz von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die uns ermöglicht hat, dass der Abend hier stattfinden konnte und die weitere Spring School stattfindet.
und schließlich den Hinweis auf die Publikation von Herrn Sandkühler, Adolf H., das Buch, das draußen am Tisch noch zu erwerben ist. Kommen Sie gut nach Hause und die Teilnehmer der Spring School, wir sehen uns morgen um 9 Uhr oben wieder im Raum 512. Dankeschön.